Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie, und ich bin endlich wieder dabei, Filme zu machen. Ja, freut euch drauf. Ich bin heute hier in einem Wald, wieder bei Kirspe, und wie ihr seht, habe ich hier schon einen kleinen, flotten, stieligen Hexenröhrling gefunden. Ja, mit meiner neuen Kamera. Ich hoffe, sie macht gute Bilder, ihr seid zufrieden. Werde ich jetzt mal ein bisschen durch den Wald streifen, und dann sagen wir uns und wünschen wir uns mal Trüff, Trüff, euer Charlie. Ja, flockenstielige Hexenröhrlinge habe ich schon des Öfters vorgestellt. Charakteristisch ist dieser rote Schwamm und dieser flockige Stiel, dieser rot getuffte Stiel. Daran kann man die sehr gut erkennen. Und wenn man sie anschneidet, laufen die sofort, sind also innen gelb und laufen dann sofort über grün bis zum schwarz an. Also das ist ein Kennzeichen für diesen Pilz. Natürlich ist auch Trüffelhund wieder mit von der Partie und er wird mich heute wieder begleiten. Zuerst führt uns unser Weg mal hier durch einen Laubwaldbestand. Hauptsächlich Buchen und Eichen. Wollen wir mal gucken, was es hier so gibt. Ja, diese Gesellen, das sind Perlpilze. Perlpilze sind immer irgendwo rosa, habe ich auch schon oft erzählt. Ja, ich nehme sie mir gerne mit, sofern sie keine Maden haben, aber die haben meistens Maden. Ja, da sieht man, selbst junge Exemplare sind madig. Ja, das ist ein Täubling. Ich nehme ihn mal raus. Ja, ein roter Täubling. Ich möchte es nicht vermessen sein und sagen, was das für einer ist. Aber wenn der mild schmeckt, wenn ich den gleich probiere, ist er gut. Aber in der Größe würde ich sagen, ich lasse ihn trotzdem stehen zum Aussporen. Ein schöner Weg. Dann wollen wir mal gucken, ob es hier Pilze gibt. Ich habe gerade noch mal einen Täubling gefunden. Ich habe ihn probiert, der schmeckt mild. Und aus diesem coolen Grunde kommt er auch ins Körbchen. Hallo Flo! Gucke mal neben dir die schönen Perlpilze. Da! Ja, Leute, hier steht ein Butterpilz oder Goldröhrling. Gucke mal. Ja, da ist ein Goldröhrling. Guck mal, schöner Goldröhrling. Ja, hier mitten auf dem Weg. Ich nehme an, es ist ein Hexenröhrling. Mal gucken. Es ist einer. Wunderbar. Ganz fest. Ja, Hexenröhrlinge haben übrigens hier kaum Maden, ne? Und deshalb wird er immer gern genommen. Ja, auch hier. Hexenröhrlinge. Einmal. Und zweimal. Bitte schön. Ja, den kann man beim Blauen zugucken. Das ist kein Zeitraffer. Hier kommen die ersten Schwefelköpfchen raus. An einen Baumstuben. Flo, der alte Sausack, hat sich gerade mal irgendwo wieder gewälzt. Dafür kriegt er heute Abend wieder eine rituelle Waschung. Ja, ja, aber auch nicht zu gucken. Ja, hier hat man einen schönen Ausblick aufs Bergische Land. Ja, und da geht dann mein Weg weiter, da in einem Mischwald. Ja, wie sieht die Gegend aus? Also, Pilze gibt es hier genug. Ja, bis zum Horizont Wälder. So, und wer hier keine Pilze findet, der braucht nirgendwo anders hinzufahren. Ja. Ah, ein Blutreizger. Nehmen wir mit. Ja, jetzt geht es hier durch einen Tannenwald. Wunderbar. Ja, hier ist ein kleines Marönchen, was jetzt auch ins Körbchen wandert. Auch hier stehen ein paar Marönchen rum.
Zwillinge, siamesische. Ja, die Maronen, die wachsen hier wirklich wie doof. Ja, dann kommen die auch da rein in den Korb. Ja, Trüffelchen. Eine Gruppe Perlpilze. Ein Prachtbursche von Marone, aber schon überständig und darf deshalb im Wald bleiben. Ja, hier ist ein umgestürzter Baum und darunter stehen richtig viele Maronen, wenn ihr sie erkennen könnt. Ja. Ja, guck mal hier in der erste. Zweite. Da hinten. Der dritte. Hier steht auch wieder 3 Exemplare Maronen. Da ist noch ein kleineres Exemplar. Und da wacht mein kleiner Trüffel. Ja, hier stehen safrangelbe Scheidensträuflinge und ich zeige euch jetzt nochmal ganz genau die Merkmale. Ja, da sieht man es nochmal. Unten kann man sehr gut die Scheide erkennen, wo der Pilz rauswächst und sehr gut auch den gerauten Stiel sowie der geriefte Hut. Ja, das ist ein hervorragender Speisepilz. Ich nehme auch nur die 2 jüngeren Exemplare mit. Diese sind auch klein, also es gibt die noch in wesentlich größer. Ja, hier wachsen direkt am Waldrand riesige Täublinge. Ich kann da leider nicht hoch, sonst würde ich es mal probieren. Ja, hier steht der ganze Wald voller Pilze. Hauptsächlich Maronen, die sehe ich gerade, die fallen mir richtig ins Auge. Ja, dann wollen wir das Ernten beginnen. Ja, das hier ist nochmal ein Perlpilz. Ich nehme den mal raus. Hier hat sich im Maronenwäldchen ein Gallenröhrling versteckt. Ja, ziemlich kleiner. Ja, der hat noch nicht einmal seinen rosa Schwamm ausgebildet. Aber die anderen Merkmale, die treffen natürlich voll zu auf diesen Galli. Ja, und hier finden wir einen Hexenröhrling, einen flockenstieligen Hexenröhrling. Na, Trüffel? Guck mal her. Ja, fein. Da ist auch die Hexe. Die nehmen wir mit, wohl. Ja, hier ist noch eine Hexe. Die nehme ich natürlich auch mit. Ja, dieser schöne Flocki ist auch noch zu verwerten, weil die werden nicht so leicht überständig, die Hexen. Eine Marone wie gemalt, nicht? Ja. Der erste Pfifferling heute. Ja, feines. Diese gelben Gesellen hier sind keine Pfifferlinge. Das sind Semmelstoppelpilze. Sind die ersten, die ich dieses Jahr finde. Und noch eine Marone. Ja, hier steht wieder der ganze Waldboden voller Pfifferlinge. Aber sind sie euch arg klein, wohl? Ja, hier sind wieder ein paar Fifis. Ich freue mich. Na, irgendwo wusste ich's doch. So, wo es nämlich kleine gibt, da gibt es auch große Pfifferlinge. Ja, das ist mal eine anständige Größe. Sowas kann man auch mitnehmen. Den Rest lassen wir einem stehen. Trüffel, hallo. Ja, wie ich das so sehe, kriegen wir ja dieses Jahr ein Pfifferlingsjahr, aber nicht?
An diesen Baumstoken sind Schwefelköpfe. Es sind grünblättrige, ich habe sie schon probiert. Also geguckt von unten. Hä, Trüffel? Ja. Ja, hier kommen die ersten Kortinarien. Ich denke, da ist ein lila Dickfuß. Ja. Und wenn die kommen, dann dauert es meistens noch so ein, zwei Wochen, dann kommen die Fliegenpilze und die Steinpilze. So erfahrungsgemäß hier im Sauerland. Ja, hier steht wieder eine Gruppe Pfifferlinge. Ja, das hier sind Anis-Champignons. Ich nehme mal einen raus. Wie alle Champignons hat er rosa Lamellen. Ja, und er riecht ganz intensiv nach Anis. Doch mal eine schöne Gruppe Pfifferlinge. Und Flo. Ja, hier haben wir den rehbraunen Scheidenstreifling. Ich möchte ihn gerne nicht rausreißen, weil ich will ihn nicht verwerten. Aber da sieht man mal, die Unterscheidung ist halt einfach an der Farbe. Hutfarbe ist grau und der Stiel, der ist nicht geschuppt. Ja, der Stiel, der ist mehr so glatt. Ja, hier finde ich lila Lacktrichterlinge. Hab schon lange gedacht, hab schon nicht mehr geglaubt, dass die nochmal kommen. Lacktrichterlinge, lila. Nehme ich mit. Ja, das sind Fichtenblutreiz, gell? So, Leute, das war jetzt mein erster Film mit meiner neuen Kamera. Ich weiß es nicht, es ist ein Versuch. Mal gucken, was draus wird. Ja, lang ist er nicht geworden. Wir haben heute, wie ich gerade schon gesagt habe, hauptsächlich Maronen gefunden und ein paar Perlpilze, auch ein paar Hexenröhrlinge und das war's. Aber Hauptsache, man hat eine Mahlzeit zusammen, man sollte auch keinen Raubbau betreiben. Also bin ich zufrieden. Ja, ich sage, trüff, trüff, bis zum nächsten Mal, euer Charlie.